1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo Freunde, ich muss mal wieder Ordnung reinkriegen hier in unseren kleinen Podcast. Herz, Seele, Ball. Er kommt heute wieder aus dem Schlosspark, Burgpark. Meine Residenz. Ein Millionenanwesen, wie sich das für TV-Mitarbeiter gehört. Ordnung deshalb, weil gestern musste ich euch anschreien, hatte das Ding hier vergessen, das hier, aber jetzt geht's wieder. Und selbstverständlich habe ich so ein ganz klein wenig auch verfolgt, was heute passiert ist bei der Frauenfußballweltmeisterschaft in Neuseeland und Australien. Ich gönne das den Frauen so sehr, dass da Milliarden zuschauen, die Stadien voll sind, die Kinder sagen, ja, ich möchte auch Fußballerin werden. Schön ist das. Und die Sensation war ja dann, dass Neuseeland 1:0 gewonnen hat gegen Norwegen. Und komische Betonung. Und neu war, und das ist ja ein Prozess, der jetzt gerade angestoßen wird, dass bei Videoentscheidungen die Schiedsrichter, sprich in diesem Fall die Schiedsrichterin, übers Außenmikrofon erklären musste, warum, wieso, weshalb es beispielsweise Elfmeter gibt. Also nach Videoentscheidung. Das ist spannend, finde ich. Mal sehen, wie das auf Dauer angenommen wird. Und Australien hat gegen Irland 1:0 gewonnen. 80.000 waren da sogar im Stadion. Und unsere deutschen Frauen, die ja die Stimmung im Land wieder aufhellen sollen, fußballmäßig jedenfalls, sind Montag dran gegen Marokko. Ich habe ein ungutes Gefühl. Aber vielleicht bin ich auch ein Pessimist von Hause aus. Übernächste Woche, ich habe es gesagt, fängt die zweite Liga an, aber für mich fängt sie nicht an, weil ich habe mich verpflichten lassen und ich habe mich gerne verpflichten lassen als Moderator zur Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim. Werde da, ich glaube, 3 Tage arbeiten und am Donnerstagabend, also gestern sozusagen, weil das ist ja die Ausgabe für Freitag, gab es einen kleinen Test in Weibstadt. Da spielte Chile gegen Brasilien. Ich glaube, es waren nicht viele Zuschauer da, aber eine große Kapelle hat gespielt und es gab Würstchen und die haben sich so viel Mühe gegeben da in Weibstadt. Aber die Faustball-WM an und für sich in der SAP-Arena unter anderem soll viele tausend Tickets schon abgesetzt haben. Ich lasse mich so überraschen. Faustball habe ich ein paar Mal beobachtet, gerade in Weibstadt. Das imponiert mir, was die Kiddies da gemacht haben. Ich habe immer nur die Juniorinnen und Junioren gesehen. Und dann, wie gesagt, übernächste Woche Weltmeisterschaft. Hey, das ist doch was. Früher war es so, dass es lange, lange Wartelisten gab für Fernsehsendungen. Also ich sage euch mal wirklich ein Beispiel, das glaubt man gar nicht. Die Sendung, die ich mal vor, wie lange ist das her, 20 Jahre moderiert habe, auf Schalke. Damals noch beim deutschen Sportfernsehen. Da gab es eine Warteliste, weil Schalke-Fans wollten alle sonntags morgens live dabei sein, wollten live dabei sein, langsam Uli, von über 20.000 Leuten. Damals schon. Und obwohl die Sendung in Dortmund aufgenommen wurde. Und heutzutage scheint das nicht mehr ganz so zu sein, dass die Leute alle unbedingt zu solchen Sendungen wollen. Denn, Achtung, Martin, vielleicht mal einblenden, das ZDF verschickt sozusagen Einladungen und Aufforderungen, wer dabei sein möchte beim Sportstudio, der sollte sich um Tickets kümmern. Da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Bock darauf hat. Deswegen www.ticketservice.zdf.de. Informiert euch mal. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, den ich hier heute losgeworden bin. Ticketservice.zdf.de und schon seid ihr vielleicht demnächst im aktuellen Sportstudio als Gast. Und dann sitzt ihr hinter, was weiß ich, Uli Hoeneß oder Oliver Kahn oder wem auch immer und klatscht. Wisst ihr übrigens, dass es professionelle Anklatscher gibt in solchen Sendungen? Also auch im Doppelpass gab es früher bei Anpfiff. Also da werden Leute reingesetzt, die für Stimmung sorgen sollen und an den richtigen Stellen klatschen sollen. Gibt's immer noch. Das macht das Ganze lockerer. Oder auch künstlicher, ganz wie man will. Also Freunde, das war Herz, Seele, Ball. Und ich behalte die Frauen-WM im Auge, ich behalte meine Technik im Auge, sodass ich wieder verständlicher agieren kann und euch nicht anschreie aus irgendwelchen Parkhäusern, aus denen ich nicht rauskomme. Ich sage euch Leute, ich habe gerade ein komisches Leben. Übrigens, wer am Sonntag dabei sein wollte in der Transall, das fällt leider aus. Flugzeug fliegt nicht, bin ich ganz traurig drüber. Passiert aber manchmal, ja? Es gibt andere Veranstaltungen.
wo wir uns sehen können. In diesem Sinne, bis morgen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.